Die USA sind raus aus Afghanistan und US-Präsident Biden hat mehr als deutlich gemacht, dass für ihn damit der Krieg und eine ganze Ära beendet ist. Wie also weitermachen? Die Außen- und Verteidigungsminister der EU beraten darüber heute in Slowenien. Und es gibt auch ganz konkrete Vorschläge. EU-Chefdiplomat Josep Borrell bringt einen konkreten mit. Nämlich, er will eine schnelle militärische Eingreiftruppe für die EU, um künftig besser aufgestellt zu sein. So hätte die EU die Evakuierungen aus Kabul in seinen Augen auch effizienter schaffen können. Während die einen mit militärischer Unterstützung der Amerikaner und der Europäischen Union in Sicherheit gebracht werden, wie hier im spanischen Cadiz, fliehen die anderen auf eigene Faust über die Landesgrenze, unter anderem nach Pakistan. Wir sind wegen des drohenden Elends und der Armut einfach hierher gekommen und bitten die pakistanische Regierung, arme Menschen wie uns zu helfen. Die Vereinten Nationen rechnen bis Jahresende mit bis zu 500.000 afghanischer Flüchtlinge. Die EU will die Nachbarländer finanziell stärker unterstützen, damit sich die Flüchtlingskrise 2015 nicht wiederholt. Auch darum wird es bei dem heutigen Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister gehen. Und um die Frage, wie umgehen mit Afghanistan und den Taliban. Es wird ein Nährboden sein für Terrorismus, es wird ein Nährboden sein für IS, es wird der Grund sein, dass die Fluchtbewegungen zunehmen würden. Die EU muss das Afghanistan-Desaster aufarbeiten. Als Konsequenz hat EU-Chefdiplomat Josep Borrell mehr Unabhängigkeit von den Amerikanern gefordert, sowie eine schnelle militärische Eingreiftruppe. Auch Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer hat im Vorfeld angekündigt, dass auch Deutschland künftig mehr tun müsse, wie zivile als auch militärische Hilfen anbieten. Währenddessen rudern die Amerikaner zurück. Präsident Biden machte noch einmal deutlich, sich künftig nur noch auf militärische Einsätze mit klaren und erreichbaren Zielen konzentrieren zu wollen. Die USA wollen jetzt erst einmal diplomatische Beziehungen zu den Taliban aufbauen. Unser Ziel ist eine sichere Wiedereröffnung des Flughafens, und zwar so schnell wie möglich. Wir brauchen einen funktionierenden zivilen Flughafen, um der afghanischen Bevölkerung humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Und wir wollen auch noch weitere Menschen aus dem Land fliehen. Derzeit sollen noch rund 200 US-Bürger in Afghanistan sein. Aus Deutschland sind es dem Außenministerium zufolge noch 300 Staatsbürger sowie 1000 Ortskräfte, die bisher noch in der Taliban-Hölle ausharren müssen. Wann sie evakuiert werden können, ist derzeit noch völlig offen.